Hallo. Oh, wir haben die Waffe noch in der Hand. Das ist ja unhöflich. Sowas macht man ja nicht. Ich habe es da ein paar Folgen auf einmal aufgenommen. Das heißt, falls ihr negative Kommentare zu meinem aktuellen Outfit, was ja nicht mal wirklich ein Outfit ist, obwohl ich habe mir Tattoos machen lassen, das gehört quasi zur Kleidung. Falls euch das nicht gefällt, dann ist das schade. Wollte ich nur gesagt haben, ne? Aber ich bedanke mich natürlich trotzdem für eure Meinung, die ich gerne entgegennehme. Warum ist denn Triadensymbol? Das ist doch meins. Oder nicht? Damn, where I put it? Where the hell did I put it? Shit. Leons, you okay? Yeah, Woozy left a message say I gotta go get Jizzy's phone after he made the call. Then I can ambush the meet and take down those baller pushers from Los Santos. Hey, homie, you want me to roll with you? Nah, this is a one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a silencer. You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you. Check this out, Holmes. Here, take mine. Where'd you get that? Same place I bought my pants, Holmes. This is America. Und er hat vollkommen recht. In den meisten Bekleidungsgeschäften, es gab wohl mal in Bowling for Columbine, wurde den Film, den kennen vielleicht viele von euch auch. Bowling for Columbine, da wurde davon berichtet, dass Banken. So um die Zeit, wo diese Massaker damals entstanden sind, teilweise mit kostenlosen Waffen geworben haben, wenn man ein Konto eröffnet und so. Das ist leider heutzutage nicht mehr so. Ich bin demnächst in New York übrigens. Da kommen dann wieder ganz tolle Vlogs, da könnt ihr euch freuen. Vor allem die Leute, die sich die Vlogs nicht gerne angucken, können sich freuen. Ihr habt dann besonders viel Spaß. Aber da werde ich dann wahrscheinlich nicht so leicht an eine Waffe kommen. Das ist natürlich sehr traurig. Weil ich kann die natürlich sehr gut im Alltag gebrauchen, auch mal so ein paar zwischendurch so bei Rewe die Verkäuferin bedrohen, wenn man jetzt mal kein Wechselgeld haben dabei hat oder so. Oder keine Ahnung, die Brötchenverkäuferin morgens, weil die Brötchen zu teuer geworden sind oder irgendwie sowas halt, ne? Es geht halt alles nicht so leicht mittlerweile, wegen diesen Gesetzen. Irgendwas mit Waffen war da, glaube ich. Aber naja. Muss ich denn hin? Ach, da hinten muss ich hin. Oh. Warum ist alles immer so weit weg? Stell dir vor, ich könnte das mit meinem richtigen Auto machen. Das wäre einfach nicht kaputt hinterher. Das wäre schon Premium. So. Jetzt nicht gegen den Baum fahren. Schmeidig. Jizzy doesn't want to be disturbed. Hallo, ich bin nackt. Ich soll durchs Licht gehen. Vielleicht auch ins Licht. Man weiß es nicht. Jizzy will nicht gestört werden. Frage ist, wie komme ich ans. Oh, guck mal. Gut zu wissen, dass hier eine Waffe ist. Kann man die nicht aufnehmen? Ich weiß es nicht mehr, wie das ging. Na, egal. Jetzt muss ich nur irgendwie nach oben kommen. Auf die Brücke da oben werde ich ja wohl nicht draufklettern müssen, denke ich mal. Ah, nice. Wer hätte es gedacht? Treppen. Sozusagen. Die Optik hier gerade mit diesem Grizzling, das erinnert mich auch ein bisschen an Cry of Fear. Das war auch ein schönes Spiel. Ich habe zwar eigentlich nicht vor, PC-Let's Plays zu machen, aber manche. Ich habe mir zum. Ach, stimmt. Ich habe mir übrigens auf Kickstarter habe ich ein The Beast für The Beast Inside, glaube ich, so heißt das. Für das Spiel ein paar Dollar gelassen. Das ist leider
so weit nur gekommen bei der Finanzierung, dass es für PC veröffentlicht wird, aber ich habe es trotzdem gebackt und The Beast Inside würde ich sogar, glaube ich, auf dem PC spielen. Also falls ihr da Bock drauf hättet, natürlich muss ich vorher Outlast beenden, aber das Spiel, wenn es rauskommt, ich glaube, das wird nächstes Jahr erst sein, würde ich das gerne let's playen, weil ich habe wieder Bock auf Horror. Horror habe ich Bock. So. Oh, da unten ist schon das Oberlicht gewesen. Das ist natürlich jetzt unpraktisch, dass ich hier... Huch. Glück gehabt. So, Oberlicht. Ich brauche diese Nummer, ja. Fällt das auf, dass ich nackt bin? Ich denke, Schleichen ist Schleichen, ne? Wo ist der Typ? Wie sieht der überhaupt aus? Komm, ich laufe erstmal runter und dann werde ich das da sehen. Hier ist es ja wenigstens nicht so, dass ich 100 Kilometer zurückfahren muss, wenn ich das nicht schaffe. Ich sehe den nicht. Wo soll denn der sein? Da unten? Sehe ich nichts. Ja, egal. Komm, weiter runter. Geht's überhaupt weiter runter? Treppe? Hallo? Ah. Ich weiß immer noch nicht, wo der ist. Oder welcher von denen das ist. Vielleicht fällt das ja überhaupt nicht auf, wenn ich hier langlaufe. Er scheint sich nicht um mich zu kümmern da vorne. Aber er ist offenbar hier in einem der Nebenräume. Okay, habe ich verloren. Give me some room. Give me some room, bitch. It's that time of the week again. Your provider is about to make that special call. If I think for a moment that one of you hoes is hustling me, you better make a bigger cut this week, Jizz. We're running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling business. Don't you even raise your voice at me, asshole. Shut up, bitch. You funky ass. What a dick. Hey, Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying there. Shit, I'm a walking book of proverbs. No, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect, you know, like... Hey, not a kind man, not a wise man, you know, not a smart man, but dear Lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass selling, yay pushing, piece of shit trash. Oh, Lord. What y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. Okay. Hä? Ja. Ach nee, das war meine Schutzweste, die da...
Ah, jetzt muss ich den Typ verfolgen und dann muss ich sein Auto kaputt machen. Natürlich. Naja, das kriegen wir ja wohl hin. Das kriegen wir ja wohl hin. Vor allem mit so einer fetten Limousine. Die liegt ja auf der Straße wie so ein Panzer. Drive-Bys funktionieren besser als letztes Mal, als ich das gespielt habe. Ich glaube, ich habe dazugelernt, indem ich es nicht gespielt habe. Ey, nicht im Weg rumstehen, Leute. Okay, Hauptsache, ich kriege 2 Sterne direkt. Ich glaube, das waren Polizisten. Ja, er brennt. Oh. Es explodiert alles. Was ist das denn? Was soll denn das? Er hat wieder ein Auto? Wo hat der denn ein Auto? Nein! Eigentlich war die Mission gut. Eigentlich brauche ich ja nicht. Ich heule gar nicht wirklich rum. So traurig war es jetzt gar nicht. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall möglich sein. Nächster Versuch. Die meisten Missionen verliert man ja sowieso beim ersten Mal. Dafür ist das ja gemacht. Zumindest gehe ich mit dieser Ausrede an die meisten Sachen ran. So dass ich hinterher nicht so enttäuscht von mir selbst bin. Sire, wo müssen wir abbiegen? In 30 Metern links, sagen sie. Ja. Immerhin sind meine Polizeisterne weg. Und ich muss, glaube ich, nochmal speichern. Und, vielleicht muss ich, bevor ich irgendwas mache, auch nochmal zum Waffenladen und mir nur eine neue Schutzweste holen. Ja, ach so. Ich will da nicht reinlaufen, ich will hier reinlaufen. Speichern. Memory Card, perfekt. Ich weiß noch, 8 Megabyte, wie viel, dass das viel war damals. Das war boah, Wahnsinn. Ernst. Zwischen 20 Uhr. Eigentlich könnte ich jetzt genauso gut 3 Minuten warten oder so, dann bin ich wahrscheinlich auch um 20 Uhr wieder hier. Aber ich kann ja auch eben mal zum Waffenladen fahren. Ich muss ja nur da vorne links abbiegen, dann bin ich so gut wie da. Ich kaufe mir natürlich keine Waffen, weil das, ich bin der Pazifist. Ich kaufe mir eine Schutzweste. Damit ich meine pazifistischen Gedanken gegenüber den Leuten, die mich abknallen wollen, klar machen kann. Huch. Entschuldigen Sie bitte. Warum stehen die auch auf dem Bürgersteig rum? Was soll das? Wir wissen doch, dass es gefährlich ist, hier in der Nähe von Autos zu sein. So, hier parke ich. Hallo? Ich weiß nicht, ob die 20 Minuten schon wieder rum sind, aber ist auch egal. Ich mache jetzt Pause und tschüss. Ha. Bis nächste Folge. So kann ich verhindern, dass diese 40 Minuten lang wird und kann 2 draus machen. Das ist natürlich für mich selbst ein sehr großer Vorteil, ja. So, dann nimmt das überhaupt noch auf? Kurz gucken. Es nimmt tatsächlich noch auf, ich gehe kaputt. So, dann, ja, bis dann, ne? Tschüss.